Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, als ich mich heute zum ersten Mal in die Anwesenheitsliste eintragen wollte, habe ich statt meines Namens noch den meines Vorgängers Dr. Christian Jung darin gefunden. Ich danke deshalb meiner Fraktion besonders, dass sie mir die Chance gibt, meine Anwesenheit heute wenigstens mit dieser Rede zu dokumentieren. Jetzt muss ich an der Stelle noch sagen, es ist Bayern angesprochen worden mit den Brauereien. Aber Kollege Michelbach hat es richtig gesagt, die meisten Brauereien in Bayern, vor allem die besseren, liegen in Franken. Das muss an dieser Stelle auch noch mal gesagt werden, Herr Präsident. Liebe Regierungsfraktionen, es ist schön, wenn wir von Ihnen hören, was Sie gerne tun wollen. Aber wir sehen es überhaupt nicht in Ihren Anträgen. Und ich würde gerne, wir als FDP würden gerne von Ihnen wissen, interessiert Sie dieses Thema so wenig, dass Sie nicht in der Lage sind, etwas Eigenes vorzubringen? Die Grünen haben hier heute zwei Anträge eingereicht. Die FDP-Bundestagsfraktion hat bereits seit innerhalb eines halben Jahres zwei Anträge eingereicht. Einen davon diskutieren wir hier heute Abend. Aus den Regierungsfraktionen kommen nicht mehr als warme Worte. Und das ist peinlich für dieses Haus und für die Worte, die Sie auf dem G20-Gipfel, auf dem G7-Gipfel, in Europa, in Brüssel, bei sämtlichen Gipfeln so sprechen. Denn Freiheiten für Geimpfte und Genesene werden nicht scheibchenweise zugeteilt, Frau Ministerin Lambrecht. Es gibt keinen ersten und zweiten Schritt, Herr Frey. Freiheitsrechte gibt es nur als Ganzes, meine Damen und Herren. Sich davon abhängig zu machen, dass Politik über Betriebsmodelle entscheidet und sich abhängig zu machen davon, dass Politik Geld transferiert. Das ist kein dauerhaftes Geschäftsmodell, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Landwirte da draußen wissen das. Es wird allerhöchste Zeit, dass Sie das auch realisieren, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich kann an der Stelle feststellen, dass wir mehr gemeinsam haben als nur unsere Frisur, Herr Kollege Giese, sondern auch der Einsatz für unsere Grundrechte. Im Übrigen, die AfD-Fraktion produziert nicht nur unsinnige Anträge, es tut auch sonst nichts gegen die Pandemie. Sie polemisieren gegen Impfen und Sie tragen keine Masken. Aus diesem Grunde, Herr Gauland, das kriegen Sie gleich, habe ich auch Ihnen ein Geschenk mitgebracht, der ganzen Fraktion. Wunderschöne FFP2-Masken, liebevoll verpackt in FDP-Farben. Also ich biete Ihnen gerne an, dass Sie diese Masken aufsetzen, dann würden Sie viel mehr für die Volksgesundheit tun, als mit solchen unsinnigen Anträgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Kube. Herr Kollege Kotte, dass Sie erst jetzt wissen, wofür die FDP steht, das erstaunt mich. Also. Ja. Gut. Sehr schön. Fronten sind klar. Die nächste Rede.